Mein Name ist Tessa Randau und das ist mein Buch Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich. In diesem Buch geht es um eine lebensverändernde Begegnung. Eine junge Frau, die eigentlich alles hat, was man sich so wünschen kann. Sie ist glücklich verheiratet, hat zwei gesunde Kinder, großes Haus, guter Job. Die ist gar nicht glücklich und sie weiß nicht wirklich, was ist denn los. Sie fühlt sich müde und ausgebrannt und eines Tages flieht sie aus ihrem Alltag und fährt in den Wald. Und dort begegnet ihr eine alte Dame, die ihr von den vier Fragen des Lebens erzählt. Vier Fragen, die das Leben nachhaltig verbessern können. Und genau diese vier Fragen, die sind auch meine persönliche Glücksformel. Die begleiten mich täglich und die sind so im Laufe der Jahre zu mir gekommen. Und die helfen mir dabei, für mich rauszufinden, was will ich eigentlich? Wo stehe ich gerade? Was ist mir wichtig und was nicht? Was möchte ich verändern? Wie kann ich Prioritäten setzen? Ja. Und noch vor gar nicht allzu langer Zeit, da war ich ja so ein Mensch, da habe ich wirklich von Wochenende zu Wochenende und von Urlaub zu Urlaub gelebt. Da habe ich montags morgens gedacht, puh, wann ist endlich Freitag? Hoffentlich geht die Woche schnell um. Und irgendwann fühlte ich mich auch ganz leer und ausgebrannt und müde und habe gedacht, das kann es doch irgendwie nicht sein. Und dann sind eben so nach und nach diese Fragen gekommen und haben mir geholfen, meinen Alltag zu verbessern. Und ich habe herausgefunden, jeder Tag sollte schön sein, dass heute, hier und jetzt zählt. Es ist wichtig, dass wir jeden Tag zufrieden sind. Und genau aus diesem Grund habe ich auch dieses Buch geschrieben, damit auch euch die vier Fragen des Lebens helfen können, euren Alltag zu verbessern.